Shambha, Shambha, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Shambha, Shambha, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambha Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya
Shambho, Shambho. Thank you.
Okay. Okay. Just sit still. Sitz einfach still. Bitte öffne die Augen. Namaskaram an euch alle, wo auch immer ihr seid. Nun, ich habe gehört, dass einige unserer Freiwilligen und Meditierenden und diejenigen, die den Satsang aus China besuchen, etwas verärgert sind, weil ich gestern Wuhan-Virus gesagt habe. Ich möchte, dass ihr versteht, dass wir in indischen Sprachen selbst für eine Person nennen wir gewöhnlich den Namen des Ortes, aus dem sie stammt, und dann ihren Namen. Zum Beispiel den Namen meines eigenen Vaters, der im Allgemeinen als B.V. Vasudev geschrieben wird. B steht für Bengaluru, also ein Ort. Und Menschen werden so genannt. Padmaja, Somaja, Shailaja beziehen sich immer auf den Ort, aus dem sie stammen. Für mich ist das also keine Beleidigung.
Ich habe es wirklich nicht so gesehen. Selbst ich, jetzt kann ich es nicht einsehen. Und die internationalen Medien, ich habe gestern zugehört und sie haben alle den Begriff benutzt. Ich habe darin nichts Falsches gesehen. Aber wie auch immer, wenn es euch verletzt, nennen wir es nur das Virus, okay? Kein Problem. Ich weiß nicht, welche politischen und anderen Probleme sich dahinter verbergen. Aber für uns ist es normal, dass wir über den Abstammungsart auf etwas beziehen. Also, ich denke jedenfalls, es ist überall ganz normal, das zu tun, vor allem in den indischen Sprachen. Nun ja, die Welt hat leider die Schwelle überschritten, über 30.000 Todesfälle in der Welt. Und die Zahl steigt. Viele Länder bewegen sich auf 1.000 Tote pro Tag zu. Trotz der Abriegelungen und überall eingerichteten Notfallkrankenhäusern, trotzdem geht es so weiter. Auch in den Vereinigten Staaten findet eine ziemlich aggressive Ausbreitung statt, mit über 100.000 Infizierten, und auch die Todesfälle nehmen langsam zu. Indien geht es immer noch gut, aber ich glaube, die Wirksamkeit ist auf die Blockade der Regierung auf Distriktebene zurückzuführen. Zum Glück machen auch die Menschen weitgehend mit. Aber es gibt ein Problem, dass aus den Großstädten die Arbeiter, die aus ihren Dörfern ins ländlichen Indien gekommen waren, um in den Städten zu arbeiten, sie wollen verzweifelt in ihre Heimat zurückkehren, weil es sind überwiegend Männer, die kommen. Sie haben normalerweise ein kleines Stück Land zu Hause oder im Dorf. Wenn sie 6 bis 8 Monate in der Stadt arbeiten, kümmern sich die Frauen um das Land und die Männer kommen und gehen. Aber jetzt, wo sie wissen, dass es keine Arbeit gibt, dass Lebensgefahr besteht und sie nicht wissen, was mit ihren Familien passiert, es findet also eine Abwanderung der Arbeitskräfte aus den Städten in die Dörfer statt. Die Regierung unternimmt alles, was möglich ist, um Unterkünfte für sie einzurichten, Lebensmittel für sie zu organisieren, aber sie wollen nichts, sie wollen einfach nur nach Hause zurückkehren. Was unglücklicherweise, es ist verständlich, wie sie sich fühlen, aber leider könnten sie das Virus aus der Stadt ins ländliche Indien bringen, wo es im Moment im ländlichen Indien nicht viel oder fast gar kein Virus gibt. Diese Wanderarbeiter könnten es dorthin mitnehmen. In Südindien, mit Ausnahme von Kerala, ist das Virus weitgehend unter Kontrolle. Die Zahl steigt nicht an. Die Blockade oder die Abriegelung hat sich als wirksam erwiesen. Aber die Herausforderung besteht darin, in den kommenden 7 bis 10 Tagen müssen wir sehen, was in Indien passiert. Es hängt alles davon ab, was wir tun, jeder von uns. Denn es gibt ein Problem im menschlichen Verstand. Wenn die Tage vergehen, nichts passiert, werden die Menschen nachlässig werden. Nichts ist passiert, heißt was? Willst du, dass die Menschen um dich herum tot umfallen? Soll das heißen, etwas passiert? Wenn nichts passiert, bedeutet das, dass es allen gut geht. Es ist nicht die Zeit, nachlässig zu werden. Es ist nicht die Zeit, die grundlegenden Verhaltensweisen, die wir alle festgelegt haben, zu lockern. Bitte lasst uns darin festhalten und nach allen wissenschaftlichen Vorhersagen und Berechnungen könnte es noch ein ziemlich langer Weg sein. Aber diejenigen von euch, die zumindest glauben, dass sie sich auf einem spirituellen Pfad befinden, das ist eine gute Zeit. Denn in der heutigen Welt, in der es einen solchen Ansturm von
Klängen und Farben und visuellen Eindrücken auf unsere Sinne gibt, in dem Sinne, dass du, wenn du vor 100 Jahren hier gewesen wärst, nun, du hättest nur Grün um dich herum gesehen, braune Erde, blauen Himmel. Wenn du etwas Dramatischeres sehen wolltest, musstest du auf den Sonnenuntergang warten oder früh aufstehen und auf den Sonnenaufgang warten. Das war alles für den Rest des Tages. Jetzt ist es nicht mehr so, wenn du deinen Fernseher einschaltest, sind die Farben die ganze Zeit in Bewegung, oder wenn du nur das Telefon anmachst, stellt sich der ganze Kosmos dort ab oder einfach alles, was du sehen willst, ist dort. Die Menge an visuellen und akustischem Input ist heutzutage so heftig, dass sich nach innen zu wenden für die meisten Menschen nach einer weit entfernten Sache aussieht. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um dich selbst zu überprüfen und diese Gelegenheit auch zu nutzen. Im Yoga gibt es eine Dimension unter den, im Ashtanga-Yoga. Nun, Ashtanga-Yoga ist nicht, wie einige Leute denken, keine Marke. Ashtanga bedeutet achtgliedriges Yoga. Es gibt die acht Glieder im Yoga. Eines der Glieder ist Pratyahara. Pratyahara bedeutet, dass man seine Sinne von der Außenwelt nach innen lenkt. In der heutigen Welt können die Menschen nicht einmal begreifen, was das ist. Nun, viele für euch, die Sadhana für eine Weile durchgeführt haben, haben dies erlebt. Nun, schon bevor ich Dinge mit mir passiert sind, als ich in den Wald ging, nur um den Wald zu genießen und einfach nur spazieren zu gehen. Als ich wochenlang allein im Dschungel unterwegs war, wurde mir bewusst, dass für ein paar Wochen kein menschliches Gesicht zu sehen etwas Unglaubliches für dich bewirkt. Es gab wilde Tiere, aber wochenlang gab es keine menschlichen Gesichter. Nun, ich habe etwas ganz, ganz anderes in meinem System bemerkt. Eine Art von Energie und Ausgelassenheit, die, wie weißt du, mich dazu brachte, ein paar Zentimeter über den Boden zu gehen. Diese Art von Gefühl, obwohl ich in diesen Wochen größtenteils verhungert war. Nein, ich lache jetzt nur über diese Qualen des Hungers, denn sie sind sehr schmerzhaft jetzt, im Rückblick. Aber trotzdem war ich so energetisiert, als ob ich einige Zentimeter über den Boden laufen würde, diese Art von Gefühl. Und ich erkannte, dass, wenn ich Bäume und Tiere betrachte, das Engagement eine Art war, weißt du, es ist nur ein Anschauen, eine Wertschätzung oder einfach ein Anschauen für das, was es ist. Aber wenn du dir menschliche Gesichter ansiehst, geschieht unwissentlich oder und unbewusst eine gewisse Menge an Transaktionen, wie Abneigung, Zustimmung, Missbilligung, so viele Dinge geschehen, dass du nicht einmal daran teilnehmen musst, wenn du jemanden einfach nur anschaust, passiert es einfach. Von da an begann ich also, meine Augen mehr und mehr zu schließen, denn wenn ich an einem Tag stundenlang die Augen schließe, bewusst die Augen schließe, nicht schlafen, dann wirst du sehen, dass dir eine neue Dimension von Energie zur Verfügung steht. Das ist, was Pratyahara bedeutet, dass du die sinnliche Auseinandersetzung mit der Welt weggenommen hast und nach innen gekehrt hast. Das ist ein guter Zeitpunkt, wenn du bereit bist, wo du immer du bist, damit zu experimentieren, dass, wenn nicht den ganzen Tag, sagen wir 6 Stunden am Tag oder 12 Stunden am Tag oder was immer für dich möglich ist, du kannst sogar mit 1 oder 2 Stunden beginnen. Nur die Augen geschlossen halten.
nichts anschauen. Am Anfang kann es sein, dass dein Verstand überall hingeht. Es ist in Ordnung. Versuch nicht, ihn zu kontrollieren. Lass ihn gehen, wohin er will. Ich möchte dir, dass du verstehst, dass er nirgendwo hingeht. Er wiederholt nur alte Sachen. Oh, mein Verstand wird irgendwo hingehen. Nein, dein Verstand geht nirgendwo hin. Das ist die Illusion, die du brechen musst. Dass du glaubst, dein Verstand geht irgendwo hin, was bedeutet, dass du einen psychologischen Prozess oder für eine existenzielle Realität falsch verstehst. Der psychologische Prozess wird nur von dir gemacht, indem du dein eigenes dummes, schlecht inszeniertes Kopfkino spielst und glaubst, dass es wahr ist. Dies ist eine gute Zeit, dass du versuchst, dies in einem Tag, einer bestimmten Zeitspanne, was auch immer das ist, zu tun. Du schließt die Augen und sitzt. Aber etwas passiert. Jemand hat einen Lärm gemacht. Jemand hat etwas getan. Okay, geht. Nicht so. Vor allem, wenn du denkst, dass etwas Wichtiges passiert, musst du die Augen schließen. Ja? Denn die Auseinandersetzung mit der Welt muss bewusst werden. Das ist alles. Wenn die Auseinandersetzung mit der Welt bewusst ist, wie sehr du dich auch mit der Welt beschäftigst, so lässt sie dich nicht. Du weißt schon, gestört oder ausgeflippt zurück. Wenn deine Auseinandersetzung mit der Welt zwanghaft oder reaktionär ist, dann wirst du sehen, dass die kleinsten Dinge die meisten Menschen aus der Bahn werfen, genau wie den Lebensunterhalt zu verdienen, eine Familie zu gründen und eines Tages zu sterben. Dafür ist es unglaublich, wie viel Aufruhr die Menschen durchmachen. Es ist nicht einmal fair, nur einfache Dinge zu tun, die jede andere Kreatur auch tut. Schau dir jetzt gerade die Spatzen an, die abendliche Familienangelegenheiten mit ihrem, regeln sie gerade, mit ihrem Spatzenhirn. Aber sie regeln es auf ihre eigene Art und Weise. Dafür flippen die Menschen mit so einem großen Gehirn aus. Das liegt daran, dass ihre Auseinandersetzung mit der Welt zwanghaft und nicht bewusst ist. Dies ist eine gute Zeit für dich, damit zu experimentieren, dass du Pratyahara in dein Leben bringst. Wo immer du bist, wer auch immer du bist, es spielt keine Rolle. Du brauchst kein Training. Sitze einfach da mit geschlossenen Augen. Es ist in Ordnung, dass der Verstand rennt davon. Lass ihn rennen. Versuche ihn nicht anzuhalten. Es gibt keine Bremsen daran. Alle drei Pedalen sind Kupplung. Was auch immer du berührst, es wird nur schneller rennen. Es wird einfach rennen, weil es einen gewissen karmischen Antrieb hat. Wenn du es für eine Weile lässt, dann wird es sich verlangsamen und anhalten. Sorge dich nicht darum, den Verstand anzuhalten oder den Verstand nicht anzuhalten. Alles, was ich sage, ist, setze dich nicht mit der Außenwelt auseinander für die Anzahl Stunden, die du kannst. Dann versuche es auf 6 bis 12 Stunden am Tag zu verlängern. Du wirst sehen, du wirst die nötige Energie haben, um die Gipfel zu erklimmen. Das größte Problem zur Zeit ist, weswegen die Menschen nicht glückselig und überschwänglich werden können in sich, ist der Mangel an Energie. Wenn sie freudig sind für 3 Minuten, dann wird es so einsingen. Es gibt tatsächlich Sprichworte in der Gesellschaft. In der Gesellschaft glaubt man, dass wenn du heute sehr ausgelassen fröhlich bist, wird es dir morgen elend gehen. Allgemein wird das in der Gesellschaft gesagt. Sei nicht so glücklich, denn morgen wirst du unglücklich werden, weil ihre Batterien so sind. Dass wenn sie heute sehr überschwänglich sind, werden sie morgen deprimiert sein. Pratyahara ist also ein Schlüsselelement, um ein Energiesystem zu schaffen, das jede Lebenserfahrung mitnehmen kann und dich nicht hängen lässt. Eine gute Zeit, sich dem Pratyahara zuzuwenden. Wichtig ist, dass, wenn du dich auf deinen Gedankengang einlässt, dann ist das keine innere Angelegenheit, sondern auch ein Einlassen auf die Welt. Nein, ich habe niemandem ins Gesicht geschaut, ich habe nur nachgedacht. Das ist auch ein Einlassen auf die Welt, denn dein Gedanke gehört dir nicht.
Der Inhalt des Gedanken kommt ganz von außen. Du betreibst eine private Welt in deinem Kopf. Aber es gibt keine private Welt. Es gibt existenziell nur eine Welt. Entweder lebst du in ihr oder du lebst nicht in ihr. Deine private Welt ist ein Irrenhaus, das du aufgebaut hast. Manchmal gibt es dir natürlich etwas, auch Freude. Aber das Leben in einer illusionären, erfundenen Welt wird nicht von großer Dauer sein. Vor allem, wenn du, weißt du, die Leute sagen immer, ich wurde desillusioniert. Das ist mein Segen, du musst so schnell wie möglich desillusioniert werden. So schnell wie möglich. Denn Desillusionierung bedeutet, dass all deine Illusionen zerstört wurden. Sollte dies nicht gleich zu Beginn des Lebens geschehen? Es sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt geschehen, dass all deine Illusionen zerstört werden. Mein Segen ist, dass du in dieser majestätischen Schönheit dieser Schöpfung leben mögest, nicht in deiner eigenen Illusion, so süß sie auch gerade jetzt aussieht. Frage bitte. Sadhguru, die erste Frage kommt von Giordano. Namaskaram, Sadhguru. Wo kommt er her? Können wir fragen oder nicht? Es wird nicht erwähnt. Eine Frage aus sozialen Medien. Okay, wir können ihn nicht fragen, weil wir nicht sagen können, woher sie kam. Wenn man hier als Yogi so ekstatisch und glückselig lebt, warum sollte man dann in den Zyklen der Wiedergeburt entkommen wollen? You must take away the word escape. Du musst das Wort entkommen wegnehmen. Nun, I'm asking all of you. I'm sure everyone. Ich frage euch alle. Ich bin sicher, alle von euch seid zur Schule gegangen. Nun, für einige von euch war die Schule vielleicht keine angenehme Erfahrung, aber für viele von euch war die Schule eine gute Erfahrung, besonders für diejenigen unter euch, die nicht viel lernen wollten oder nicht an erster Stelle stehen wolltet. Und ihr habt einfach die Gesellschaft eurer Freunde, das Spiel, den Spaß und was auch immer genossen. Die Schule war eine gute Erfahrung. Also, als ihr die Schule beendet hattet, seid ihr dann der Schule entkommen oder seid ihr von der Schule ausgeschieden? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist Giordano seiner Schule entkommen. Das bedeutet, er hat sie nicht bestanden. Im Allgemeinen bestehen die Menschen und sie gehen in den nächsten Lebensabschnitt. Wenn du in der Schule bist, würdest du dann, egal wie gut die Schule ist, in die Hochschule gehen wollen? Auf jeden Fall. Das liegt in der Natur des Menschen. Wie gut dies auch ist, willst du in die nächste Lebensphase gehen. Etwas ist gut, also werde ich immer dasselbe tun. Für immer. Das ist eine dumme Sichtweise des Lebens. Das kommt nicht daher, dass das Leben so fantastisch für dich ist. Das kommt aus der Angst, ins Unbekannte zu treten. Das völlig Unbekannte. Das absolut Unbekannte. Dies geschah. Irgendwann kamen schlechte Zeiten und Shankaran Pillai wurde Bauarbeiter. Ein Bauarbeiter, der Backsteine viele Stockwerke hinauftrug. Dann bemerkte sein Kollege, eine andere Person, die ebenfalls dort arbeitete, dass Shankara Pillai mehr Backsteine trug, als der Vorarbeiter verlangt. Mehr. Jeder trägt 8 Backsteine, Shankara Pillai trägt 12 Backsteine. Selbst 8 Backsteine sind ziemlich schwer. Und du gehst viele Stockwerke hinauf. Wenn sie dorthin gehen, werfen sie sie einfach ab und kommen zurück. Das Vergnügen ist, mit leeren Händen zurückzukommen. Zur Mittagszeit fragte also dieser andere Arbeiter Shankara Pillai, warum trägst du 12 Ziegelsteine? Es werden nur 8 verlangt. Wenn du 8 trägst, hast du voll zu tun. Du bekommst dein volles Gehalt. Warum trägst du 12?
Shankaran Pillai sagte, du weißt es nicht, dieser dumme Vorarbeiter, ich trage die gleichen Ziegelsteine hinauf und wieder hinunter. Da. Brilliant. Brilliant. So, there are many people like this. They're carrying on with the same. Es ist also viele Leute wie diese, die mit dem gleichen Zeug weitermachen, hinauf und hinunter, auf und ab, Punarapi Janam, Punarapi Maranam, immer weiter und immer weiter. Das geschieht einfach, weil das Leben mitfühlend ist. Die Schöpfung ist mitfühlend. Sie stellt Schutzschirme auf für deine Erinnerung. Wenn diese Schutzschirme zerbrochen sind, wirst du augenblicklich so elendig fühlen, wenn du merkst, dass du denselben dummen Kram schon 100 Mal gemacht hast und trotzdem denselben mit denselben Missverständnissen tust, wirst du dir selbst einen Tritt geben wollen. Also, wer diese Schutzschirme zerbrochen hat und dadurch nicht unglücklich geworden ist, deshalb braucht man, wenn man seine eigenen Erinnerungen über den gegenwärtigen Erfahrungsbereich hinaus öffnet, zunächst ein sehr starkes psychologisches Fundament benötigt. Kein spirituelles, ein psychologisches Fundament. Denn wenn du kein sehr stabiles psychologisches Fundament hast, wenn die Schutzschirme der Erinnerung zerbrechen, werden die Menschen einen zerschmetterten Geist haben. Wenn Menschen schon mit der Erfahrung eines Lebens kämpfen, nicht einmal vollständig. Sogar wenn sie 30 sind, kämpfen sie mit ihren Emotionen, ihren Gedanken, ihren Erinnerungen und sind unglücklich. Angenommen, du eröffnest die Erinnerungen an 3 Leben, glaubst du, dass diese Menschen damit umgehen können? Sie werden total ausflippen. Aus diesem Grund also hält das Mitgefühl des Lebens das Mitgefühl der Schöpfung, Erinnerungsblöcke getrennt. Deshalb merkst du nicht, dass du immer wieder dasselbe tust. Es spielt keine Rolle, wie wunderschön und überschwänglich wundervoll es ist, wenn du immer und immer wieder das Gleiche wiederholst. Ich werde eine Sache tun, was auch immer deine Lieblingsmusik ist. Ich werde sie spielen, nicht hier, sondern in deinem Kopf, ununterbrochen. Die nächsten 21 Tage. With this fantastic music you will go crazy. Mit dieser fantastischen Musik wirst du verrückt werden, denn sie spielt ununterbrochen. Wer also merkt, dass die gleichen Dinge immer wieder zyklisch verlaufen, wird den Kreislauf natürlich zerbrechen wollen. Es ist nicht, dass du versuchst zu entkommen. Du hast die Treppe zu etwas Höherem gefunden. Wenn du gehst, wenn du eine Lebensphase verlässt und in eine andere Lebensphase gehst, dann wird das nicht als Entkommen bezeichnet. Dann nennt man eine Beförderung oder Befreiung.